Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Im letzten Part haben wir uns der DLC-Mission Anna auf der Flucht gestellt. Die war ja auch überraschend kurz, weil ich meine, gut, es stehen Züge dran, aber die sind nicht unbedingt ausschlaggebend, weil man natürlich nie weiß, wie viele Gegner auf dem Feld sind. Und dementsprechend können die einzelnen Züge teilweise doch verdammt lang dauern. Aber das haben wir auf jeden Fall in einem Part geschafft. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann heute weitergehen wird. Andere Welten. Ballista-Böllerei. Hallo und herzlich willkommen auf unserem sagenhaften Dimensionsübungsgelände. Ihr seid mächtige Krieger, wollt aber noch viel mächtiger werden? Dann seid ihr genau richtig, meine Freunde. Bald schon strotzt ihr vor Kraft. Ihr müsst lediglich eine spezielle Prüfung absolvieren und BUM, Kraftschub. Die heutige Prüfung heißt, Trommelwirbel bitte, bombastischer Brummkrampf. Moment, das stimmt nicht. Bummkampf, nicht Brummkrampf. Es gilt, gegen Ballistika aus einer fremden Welt zu kämpfen. Aufregend, nicht wahr? Wo der Haken ist, fragt ihr euch? Tja, liebe Kunden, es gibt einen. Schließlich leben wir in Zeiten des Kapitalismus. Deshalb kann ich euch erst nach Zahlung einer moderaten Gebühr antreten lassen. Nun, werdet ihr so freundlich? Vielen Dank. Ha, 1, 2, 3. Gut, das sollte reichen. Viel Spaß, ich verbarrikadiere mich nun dort drüben. Wieso, fragt ihr? Nun, das werdet ihr gleich sehen. Und keine Klagen bitte. Tschüss. Ja, das klingt ja schon mal sehr einladend. Aber ich meine, gut, was habe ich bei dem Namen auch anderes erwartet? So, das sind nicht viele eigene Einheiten, wobei, doch, da stehen noch welche, wollte gerade sagen. Wir haben also drei verschiedene Wege. Okay, und wir können, ja, wir können eventuell durch den Wald durchlatschen, Moment. Weiß nicht. Könnte schwierig werden, soll das hier eventuell? Also ich glaube, dass wir vermutlich vom Gelände auf jeden Fall verlangsamt werden. Es sieht halt aus, als würde es hier so ein bisschen hochgehen und dann haben wir hier auch noch Wald. Also wir sollten vermutlich einfach auf unserer Lane bleiben. So, wir haben hier auf jeden Fall ein Dorf. Und ansonsten nichts. Also das eine Dorf werden wir ja wohl irgendwie erreichen können, hoffentlich. Jetzt, wo ich das gesagt habe, wahrscheinlich nicht mehr, aber nun gut. Und ansonsten haben wir natürlich einige Gegner. Ich habe noch nie so einen Ballistiker gesehen, weil ich habe mir ja die Hexenklasse genommen. War Annas Geschenk. Ich hätte eben auch das Siegel hierfür bekommen können. Deswegen kann ich da gar nicht so viel mit anfangen. Also die haben Bögen. Leichtfüßig. Okay, also die kommen schneller voran. Und die haben jetzt eine Reichweite von 5. Ja, allerdings, also dafür, dass er ja eigentlich nur bis hierhin kommt und dann seinen Bogen hat, kommt er insgesamt aber sehr viel weiter. Heißt, er kann einfach seine Ballista abschießen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Könnte ich mir halt so vorstellen, dass es einfach so mobile Kanonen sind. Sieht halt auch so aus. Und davon haben wir halt ganz viele auf dem Feld und auch ein paar Helden. Oder einen Helden und einen Scharfschützen. Ich frage mich halt, was ich sagen wollte, weil ich es gerade wieder vergessen habe. Kanonenbefehl ermöglicht Angriff auf benachbarte Felder. Also Kanonenbefehl, denke ich mal, ist halt, dass die ihre Ballista abschießen können. Also ich habe da halt überhaupt keine Erfahrung mit, ehrlich gesagt. Da bin ich mal super gespannt. Ich denke mal auch, dass wir einfach Einheiten haben müssen, die ein bisschen was wegstecken, weil die müssen immerhin bis hier vorne erstmal kommen und werden währenddessen vermutlich auch selbst abgeschossen. Und ich denke mal, das ist alles wieder physisch. Okay. Erstmal wieder alle ausschalten. Ich würde ja gerne so ein paar Charaktere mitnehmen, die noch gar nicht dabei waren. Oh, hier fängt das irgendwo an. Peri zum Beispiel. Oder auch Setsuna und Shigure. Das Problem ist halt einfach, dass die nicht so viel aushalten. Deswegen nehme ich mal die drei mit. Die haben wir, glaube ich, jetzt auch noch nicht so oft gehabt. Und dann gucken wir mal. Siegbert hält auf jeden Fall auch noch ein bisschen was aus.
Ah, ich komme nicht drum rum, auch ein bisschen Defensive mitzunehmen. Die Sache ist, ich glaube, fliegende Einheiten kann ich mir abschminken, weil die so ziemlich allen Bogen haben. Du hast halt schon Max-Level, aber du wärst halt schon ziemlich gut. Ansonsten. Ja. Wen kann ich denn da noch ganz gut mitnehmen? 20? Also meine ganzen defensiven Einheiten haben irgendwie alle schon Level 20. Gut. Wen nehme ich denn da mal mit? Also ich glaube, ich komme nicht drum rum, so ein paar defensive Einheiten mitzunehmen. Hinoka war, glaube ich, auch noch nicht dabei. Weil ich glaube, ansonsten könnte ich gegebenenfalls ein Problem haben. Ah, du kannst auf jeden Fall noch heilen. Ansonsten... Ach komm, nehmen wir Setsuna und Charlotte auch noch mit. Die waren auch schon länger nicht dabei. Habe ich jetzt irgendwen zum Heilen? Mitama, ne? Genau, sie hat auch Einfrieren, sie hat Herbstfest, das ist gut. Nehmen wir noch mal Ryoma mit, würde ich sagen. So. Dann haben wir hier Svenja, die halbwegs defensiv ist. Unten haben wir Oboro. Aber Oboro muss auf jeden Fall durch die Mitte durchgehen, denke ich. Oder ich habe Xander hier oben. Da oben sind nur zwei, hier unten sind drei. Dann kann hier auf jeden Fall Oboro lang gehen. Die beiden können unterstützen. Oben ist ja Siegbert, der hält auch so ein bisschen was aus. Na gut, dann probieren wir das Ganze doch mal. Besetzen. Ja gut. Aber besetzen heißt vermutlich den Punkt hier. Alles klar. Also da muss ich echt erstmal gucken, was die ganzen Ballistiker überhaupt so drauf haben. Weil da habe ich überhaupt keine Erfahrung mit. Die kommen ja auch in den regulären Missionen gar nicht vor. Gut, die Hexen natürlich auch nicht. Deswegen da mal schauen. Wobei ich mehr Angst habe vor den Hexen tatsächlich, weil wenn die sich halt genauso porten können wie Rajat, ne, könnte übel werden. Aber nun gut. Schauen wir doch mal hier oben. Ihr habt 40 Angriff. Ich weiß halt nicht, wie viel Schaden die Ballista dann letztendlich macht. Also das ist so ein bisschen mein Problem. Na, da wäre ein Feld, wo nur einer drankommt. Das muss ich halt echt erstmal austesten, ne? Wie viel Schaden die mit ihren normalen Waffen machen, okay. Das sehe ich ja. Aber wie schlimm jetzt die Kanonen sind. Ich meine, die werden mich nicht töten. Die können mich ja nur auf einen KP runterhauen. Aber wenn mich einer auf einen KP runterhaut und der nächste schlägt dann auf mich ein, habe ich natürlich auch ein Problem. Deswegen muss ich hier auf jeden Fall erstmal gucken. Und Angriff 60, meine Güte. Und so ein bisschen austesten, was ich machen kann und was ich nicht machen kann. Ich meine, klar, es ist vielleicht ein bisschen anstrengend, dass ich immer meine ganzen defensiven Einheiten vorschicke. Das kann ich schon verstehen. Aber ihr müsst im Gegenzug auch mich verstehen. Wenn ich jetzt nur Glaskanonen mitnehme und die können wirklich auf Distanz schon auf mich schießen, dann könnte ich gegebenenfalls ein ziemliches Problem haben, weil ich dann einfach nicht an die rankomme, ohne extrem viel Schaden zu fressen. Und dann mache ich es ehrlich gesagt doch lieber so. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ganz ehrlich, dafür habe ich meine defensiven Charaktere doch auch. Deswegen schauen wir jetzt erstmal, was passiert. Süß. Also okay, die können quasi auf Distanz mit ihrer Ballista schießen. Piu, wenn sie denn treffen. Das ist dann nicht ihre reguläre Waffe, sondern einfach, wie gesagt, ihre Kanone. Aber das sah aus wie so ein Pfeil, der da rauskam. Also denke ich mal, weil sie ja auch alle Pfeile haben, dass der Ballistaschaden, der letztendlich entsteht, auch Pfeilschaden ist. Sprich, Shigure hätte ein Problem. Ich war erst nicht sicher, es sah aus wie so ein Shuriken, aber da meine Werte nicht geschwächt wurden und die natürlich Bögen haben, ne, wird es das wohl nicht gewesen sein. Alles klar. Dann bewegen wir uns doch mal langsam, oh, sehr schön, nach vorne. Deren Blick ist auch super, so richtig so, ändert der sich je nachdem, welche Waffe ich nehme? Gerade nicht. Na gut. Also glücklich gucken die auch nicht. Das sieht interessant aus. Wo? Gut. Mit 5% erstmal critten. Wo ist der Typi? Ach, da drin. In dem Fass. Okay. Und vorne ist dann der Bogen dran. Okay. Das ist interessant. Hat jemand von euch eigentlich schon mal mit einem Ballistiker gespielt? Also wirklich im Team gehabt? Das würde mich ja auch mal interessieren. So, du kommst bis ein Feld nach Siegbert mit deinem regulären Bogen. Sprich, wenn ich mich hier hinstelle, sollte ich eigentlich nur von der Ballista getroffen werden. Und das ist nicht so dramatisch.
Also klar, die wird mir vielleicht ein bisschen wehtun. Ich werde Setsuna auch nicht gleich da reinstellen, aber ich kann zumindest nicht abkratzen. So. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg. Also klar, ich habe natürlich gerne so ein bisschen Abwechslung mit drin. Deswegen habe ich ja auch bei Offenbarung gegen Ende wirklich eine Strichliste geführt. Weil du vergisst unglaublich schnell mal irgendwelche Charaktere, gerade wenn du um die 30 Stück mitnimmst. Weil der gerade in der Liste irgendwie nach unten geflutscht ist oder so. Ah, 40. Lass mich mal gucken, wie viel Schaden. Aber nicht viel. Also viel Schaden machen die Peri nicht. Silberaxt, Silberschwert. Ich glaube, Silberschwert klingt ganz gut. Perfekt. Also wie gesagt, die landen dann irgendwo unten in der Liste zwischen all diesen Charakteren. Ich hätte unglaublich gerne so ein Ordnersystem. Jo, für Fire Emblem. Ich bin ja generell so ein To-Do-Listen-Mensch. Sei es jetzt wirklich auf dem Schreibtisch oder auch am PC. Mit Textdokumenten und Ordnern und alles. Deswegen wäre es für mich halt echt geil, wenn ich meine Fire Emblem-Charaktere auch in Ordner unterteilen könnte. Du bleibst mal hier. Weil dann könnte ich mein aktives Team halt in den einen Ordner packen und alle, die ich gar nicht benutze, in den anderen Ordner und hätte eine viel bessere Übersicht. Das wäre super praktisch. Aber du vergisst halt sehr schnell mal Charaktere. Und gerade natürlich auch welche, die, ja, die du nicht so oft mitnimmst, weil sie ziemliche Glaskanonen sind. Oh, ihr könnt mir nicht so viel. Also, nicht, dass du die jetzt absichtlich vergisst, aber es ist dann so, ach, die nehme ich diesmal nicht mit, die würden mir eh nicht so helfen, nehme ich das nächste Mal mit und das denkst du dir bei jeder Schlacht und letztendlich, ne? Vergisst man manche Charaktere, bewusst oder unbewusst. Und deswegen habe ich ja auch so eine Liste geführt. Aber jetzt bei den DLCs werde ich einfach die Charaktere nehmen, die mir in den Sinn kommen. Und gut, ihr trefft nicht. Das ist so gut zu wissen bei Ryoma. Also 0% Trefferchance beim Gegner ist immer gut. Dann kann ich Ryoma auch getrost reinstellen. Nee, also ich will mir das Leben nicht unnötig schwer machen. Ich gucke halt, hier sind nur physische Einheiten. Warum soll ich dann Charaktere wie Elise oder Ophelia mitnehmen? Die würden mit Sicherheit guten Schaden machen. Aber ich habe ja auch ein paar Charaktere, die nicht viel aushalten. Ne? Aber man muss natürlich dann so ein bisschen abwiegen. Wen kann ich dennoch mitnehmen, dass man halt nicht zu viele mitnimmt, die halt gar nichts reißen können. Deswegen gibt es halt auch Charaktere, die man hier eher selten sieht. Ach, Schwächung hast du. Ja gut. Und wer kommt da oben so dran? Ist das von hier oben eine? Ach, du kommst da dran. Ah, du kommst also an das Dorf. 40. Okay. Aber an das Dorf kommt gerade sowieso keiner dran, denke ich. Wobei Hinoka. Hinoka will ich vielleicht dann doch lieber nicht in die Reichweite stellen, wenn ich es mir recht überlege. Aber sie kann sich zumindest schon mal beim Dorf positionieren, im Gebüsch. Und Azura levelt so ein bisschen mit, dadurch, dass sie immer singt, aber so richtig effektiv kann sie natürlich auch nicht viel machen. Aber nun gut. Ich meine, wir haben so viele Charaktere im Laufe der drei Fates-LPs gesehen. Ach ja, die trifft ja mehrere, stimmt. Naja, macht jetzt auch nicht so viel, weil die meisten stecken es eh gut weg und killen können die mich damit eh nicht. Dass ich nicht glaube, dass es jetzt so dramatisch ist, wenn dann letztendlich hier wirklich nicht jeder tausendmal gezeigt wird. Shigure. 28 machst du. Wie viel würde er dir eigentlich im Gegenzug machen? Wenn er dich trifft, bist du ziemlich tot. Das ist gut zu wissen. Dann darf das erstmal wieder Peri machen, denke ich. Ja, nimm ruhig dein Silberschwert wieder. Bis wir beim Boss angekommen sind, hast du dich mit Sicherheit erholt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist es tatsächlich lieber, wenn die Charaktere mehr aushalten, als wenn sie mehr Schaden machen. Klar, Kombination daraus ist super. Und ich habe es vor allen Dingen auch lieber, wenn die Charaktere, ich sag mal, in einem Wert richtig gut sind. Sprich, wenn die eine richtig gute Verteidigung oder Resistenz haben. Weil wenn beides ungefähr gleich ist, dann leidet das oftmals so ein bisschen. Peri ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. 23-20. Sie kann bei beidem ein bisschen was wegtanken, aber ist jetzt nicht überragend. Und das finde ich immer so ein bisschen anstrengend. So, hier kommt ja nur der dran, ne? Ja, Charlotte. Du hast, glaube ich, auch schon länger nichts gemacht. 44...
Ja, ich nehme die 59% Trefferwahrscheinlich, nicht Trefferwahrscheinlichkeit, das wäre nicht so gut. Crit-Wahrscheinlichkeit. I will fight as well. You're nobody. Also man kann sich da schon drauf verlassen bei ihr. Das auf jeden Fall. Did I do that? Also mit der Axt ist es kein Wunder, dass du dieses Fass zerlegt hast, meine Liebe. Aber sie hat auch schon Level 18. Sie bekommt sogar ein bisschen Verteidigung, wenn sie schon überhaupt keine Resistenz hat. Gut, da hier nur noch die Schwächung ist, und die ist jetzt auch nicht so schlimm, ich regeneriere mich ja, kann ich mich hier auf jeden Fall langsam auf den Weg machen und habe nichts mehr zu befürchten. Und Setsuna guckt sich in der Zeit den Wald an. So, Ballista-Typi, Abenteurer, ihr beide, anderer Ballista-Typi. Alles klar. Was hast du für eine blöde Waffe? Ach, ein Panzerbrecher. Aha. Da muss ich vielleicht einmal ein bisschen aufpassen. Aber andererseits, ne? Xander hat 37 Verteidigung. So viel Schaden kann da jetzt auch nicht bei rumkommen. Eigentlich. Kümmern wir uns erstmal um dich, dass du weg bist. Und dann schauen wir weiter. Ach, Xander. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Xander als Einheit irgendwie besser als Ryoma. Also Ryoma sieht epischer aus, hat die epischere Waffe und greift auch epischer an, auf jeden Fall. Aber Xander hat diese Reichweite, die ich halt echt gut finde. Da kommt nur der Bogentypi dran, ne? Kann ich Ryoma auch mal hier abstellen zur Unterstützung. Er kann halt auf Nah- und Entfernung angreifen, was Ryoma natürlich auch kann, klar. Aber ich habe einfach das Gefühl, ich habe es lieber, dass ich safe weiß, dass er viel aushält aufgrund seiner 37 Verteidigung, als wenn ich mir zwar recht sicher sein kann, dass er ausweicht, aber wenn er nicht ausweicht, tut es halt ziemlich weh. Also ich meine, klar, alle grünen Waffen weicht er sowas von aus und den roten teilweise auch, aber ich weiß nicht. Also ich habe es echt lieber zu wissen, dass ich definitiv was aushalte, als wenn ich darauf hoffen muss, dass ich ausweiche. Obwohl ich Ryoma prinzipiell, wie gesagt, als Einheit epischer finde zumindest. Oh, hallo ihr! Was für eine schräge Armee. So eine habt ihr bestimmt noch nie gesehen, ha? Man sagt, ihre Waffen wurden für einen Krieg gefertigt, der bis heute andauert. Warum sie so viele haben? Ich weiß auch nicht. Vielleicht einen Waffenausverkauf? Tja, war echt bombig, dass ihr vorbeigeschaut habt. Hier ein kleines Dankeschön. Ich muss nun leider weiter, aber ihr kommt sicher ohne mich zurecht. Tschüss! Wow. Ich dachte, ich würde jetzt das Siegel bekommen für die Ballista-Klasse. Was ich eigentlich cool gefunden hätte, dass man es nicht am Ende der Schlacht bekommt, sondern halt, ja, tatsächlich in der Schlacht. Aber nein, ich habe einfach nur Müll bekommen. Ist auch okay, eventuell. Aber Anna, dafür, dass ich dich im letzten Part rekrutiert habe, bist du nicht sonderlich kooperativ. Der Jagdbogen, der ist scheinbar auch effektiv. Den kenne ich auch noch gar nicht, so vom Namen her. Den habe ich auch nie gesehen. Aber die Effektivität hält sich halt echt in Grenzen. Aber es ist auch Xander, was erwartet man, ne? Tja, so wie hier zum Beispiel, klar, grüne Waffen, 18% Trefferwahrscheinlichkeit ist nicht viel. Aber es kann halt treffen. Und wenn es trifft, tut es halt schon weh. Deswegen habe ich da immer so ein bisschen Angst, Ryoma überall reinzustellen, wenn ich nicht mit Bestimmtheit vorher geprüft habe, dass er mich nicht trifft. Und da ich auch unfähig bin, auszurechnen, wie man mich trifft und wie nicht. Ja. machen wir dich erstmal platt. Also das kann man, glaube ich, ausrechnen. Die haben ja eine Ausweichrate und eine Trefferquote. Oder generell Werte, mit denen ich allerdings nichts anfangen kann. Also ich könnte mir jetzt nicht selber ausrechnen, ob die mich treffen. Genauso wie ich selbst nicht ausrechnen kann, ob die mich critten. Da unter seinem KP steht hier Angriff, Crit, Trefferquote, Ausweichquote. Er hat jetzt 52, Ryoma hat 81, der kann also schon deutlich besser ausweichen. Mitama, möchtest du das mal machen? Aber wie gesagt, ich... doch nicht so geil. Dann... Ryoma kann es auch nicht machen. Kann den bitte mal irgendwer platt machen? Was erwarte ich eigentlich? Kamui? Danke, meine Güte. Der ist aber hartnäckig, der Sniper. Und tschüss. Den anderen nur noch auch irgendwie beseitigen. Gut.
Wobei ich sagen muss, so von den aktiven Charakteren, die ich habe, das sieht gut aus. Oder auch allgemein, so von den Charakteren, die man im Team haben kann, gibt es eigentlich niemanden, den ich abgrundtief hasse. Also klar, das ist schön. So wie Iago und Hans. Wer mag die schon? Die soll man ja auch nicht mögen. Die kann man höchstens amüsant dämlich finden. Aber so ansonsten, auch die, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mitnehmen wollte, wie jetzt Arthur oder Percy, selbst die finde ich jetzt nicht irgendwie schlimm oder so. Vielleicht werde ich die auch irgendwann mal ausprobieren. Also das finde ich ist sogar der große Vorteil an Fates. Es gibt jetzt keinen Charakter, wo ich das Kotzen kriege. Wie gesagt, Percy ist nicht mein Fall, Tsubaki auch nicht. Aber ich muss mich da zumindest nicht übergeben. Vielleicht nur so halb. Also das ist eigentlich voll okay. Ich muss sowieso mal gucken, wenn ich dann mit Fates endgültig durch bin, was ja tatsächlich in absehbarer Zeit so sein wird. Hab ja schon oft gesagt, es wird echt komisch. Ich meine, über 300 Parts Fire Emblem. Ich glaube, wir kommen dann insgesamt auf 350 oder so. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, wenn wir durch sind mit den DLCs. Es ist dann schon krass, wenn das Projekt dann vorbei ist. Ich meine, ich werde Fates da mit Sicherheit eine ganze Weile nicht mehr anrühren. Hi. Weil ich dann erstmal so ein bisschen genug habe. Ich meine, ich habe das Spiel jetzt nicht auf 100% gespielt, aber ich habe schon sehr, sehr, sehr viel gemacht. Da kann ich dich anlocken. 45. Und da kann ich dich anlocken. Das ist gut. Dann stelle ich Oboro schon mal. Was hast du für ein Ding gehabt? Einfrieren. Ja, ist nicht schlimm. Die kann da ruhig stehen bleiben erstmal. Und alle anderen rücken erstmal auf. Also ich glaube, wie gesagt, ich habe dann erstmal so ein bisschen die Schnauze voll von Fates, auch wenn ich es sehr gerne mochte. Und ob ich dann direkt im Anschluss unbedingt Fire Emblem spielen möchte, keine Ahnung. Vielleicht mache ich erstmal eine kleine Pause. Es kommt ja auch irgendwann dieses Jahr noch Fire Emblem Warriors, was ja ein bisschen Fire Emblem ist, aber nicht so ganz. Ich habe ja auch noch Tokyo Mirage Sessions, was minimal Fire Emblem ist. Also ich sag mal, ganz ohne muss ich ja dann doch nicht leben. 47. Okay. Wenn ich euch mal nett zusammenpacke. 7. Das ist nicht so schlimm. Dann fange ich hier schon mal an, so ein bisschen aufzuräumen. Wobei, ich werde erstmal dich platt machen. Oder versuchen, dich platt zu machen. Weil wenn du... Kannst du heilen? Purgativ, ja. Wenn du anfängst zu heilen, wird's nervig. Dass du erstmal verschwindest. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, so ganz verschwindet Fire Emblem nicht aus meinem Leben. Man sieht immer irgendwo Fire Emblem-Tweets oder so. Man hat in einem gewissen Spiel noch ein bisschen was davon. Und ja, ich bekomme mit Sicherheit dann auch wieder Lust, ein richtiges Fire Emblem-Spiel zu spielen. Ich hatte mir überlegt, ob ich irgendwann in absehbarer Zeit mal wieder Awakening spielen möchte. Das habe ich zwar schon zweimal gespielt, aber ist ja jetzt auch nicht die Welt. Aber Fate, sag ich mal, habe ich, glaube ich, unterm Strich mehr Zeit mit verbracht. Und Awakening ist halt nicht so viel anders wie Fates prinzipiell. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht das nochmal zu spielen mit anderen Pairings. Oder ansonsten halt mal irgendwie ein älteres Fire Emblem-Spiel, wenn es sich ergibt. Also ich glaube, ich habe da auf jeden Fall mehr als genug Auswahl, wie da reinkrabbelt, was ich dann nochmal in Angriff nehmen könnte. Aber ich vermute, nach Fates mache ich eh erstmal eine Fire Emblem-Pause. Mal gucken. Na, der Yoma muss noch sich ein bisschen anstrengen, um aufs Level von Xander zu kommen, aber er ist kurz davor. Ja, du heilst natürlich wieder, das habe ich mir schon gedacht. Ach ja. Duh. Sport doch nicht. So. Oboro kann ich erstmal voll da reinstellen. Problem ist, die macht jetzt natürlich nicht so viel Schaden. Im Umkehrschluss könnte ich dich auf jeden Fall schon mal platt machen. Weil dann kommt Oboro vielleicht auch an die Schreinjungfer dran und kann die platt machen. Das wäre schon mal ganz gut. Dann wäre die Heilung nämlich schon mal gestoppt. Also diese ganzen Prüfungsmissionen, oder wie soll ich sagen, die erste war ziemlich lang mit den 1000 Gegnern, aber die mit Anna jetzt, gut, das war keine wirkliche Prüfungsmission, aber gehörte quasi auch in diese Rubrik. Und die hier, die sind gar nicht so lang. Also es geht. Bin ja mal gespannt, wie die Hexenprüfung wird. Ich vermute, da werden dann plötzlich alle Charaktere mit einer guten Resistenz irgendwie wichtig. Sprich, da könnte Shigure vielleicht ein bisschen mehr machen als hier.
Ja, Piri kann eigentlich hier erstmal stehen bleiben. Das Problem sind eher die hier, die jetzt nachgespawnt sind, weil Hinoka kann nicht viel machen. Wie viel Schaden würdest du mir machen? Okay, ich habe nichts gesagt. Also Hinoka muss auf jeden Fall erstmal weg. Und Setsuna bitte auch. So, wie ist das jetzt hier? Die kommen halt schon ziemlich weit. 22 und ich glaube irgendwas über 30 habt ihr. Okay. Azura muss ich auf jeden Fall erstmal zusammenpacken. Und Mitama stelle ich dann erstmal hier ab, denke ich. Wobei, du kommst bis da. Ich sollte mich irgendwo in diesem Bereich am besten aufhalten, aber da kommt Mitama leider nicht hoch. Das ist so ein bisschen mein Problem. Oh. Aber bis da kommen wir auch nicht, um uns zu kombinieren. Das könnte noch etwas schwierig werden, sie da wegzubekommen. Im Umkehrschluss wäre da halbwegs safe, weil da nur der eine halt drankommt. Dann stelle ich sie erstmal hier hin, was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Und du bekommst deinen Drachenstein und wartest hier. So, und ansonsten können wir erstmal hier oben schön stehen bleiben. Zack. Also, dass die da jetzt noch nachgespawnt sind, war ein bisschen fies, aber nun gut. Autsch. Ha, nicht getroffen. Und ja, ich glaube, deine Ballista ist irgendwie gefährlicher als dein Bogen, aber okay. Vor allem, wie der erst in seinen Fass da reinkrabbeln muss. Bis dahin habe ich ihn schon dreimal mit meiner Lanze da runtergeholt, aber okay. So. Peri. Peri könnte den auf jeden Fall platt machen. Und dann wäre sie auch ansonsten ziemlich sicher, weil die anderen ja nicht drankommen und den Boss will ich ja gleich sowieso dem Erdboden gleich machen. Sprich, das können wir auf jeden Fall schon mal nehmen. Also Peri ist nützlicher als gedacht. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie hier auch nur daneben steht und nichts machen kann. Aber tatsächlich macht sie einen guten Job. Und ich hoffe ja, wie gesagt, dass die ganzen Charaktere, die eine ganz gute Resistenz haben, aber eben physisch nichts aushalten, vielleicht in der Hexenmission dann mit können. Oh, Level Up. Sehr schön. Jo. Nimm ich. Gut, und dann soll der Boss ja noch verschwinden. Das sollte generell nicht so das Problem sein. Nehmen wir mal die hier. Sieht nicht ganz so schick aus wie das Wasserrad. Sieht sogar ziemlich unspektakulär aus, wenn man das Wasserrad so gewohnt ist. Allerdings trifft das auf jeden Fall safe. Und das ist mir dann doch ein bisschen wichtiger. Gut, dann könnten wir es, glaube ich, jetzt auch eigentlich beenden. Weil da ist der Besetzpunkt. Ihr seid ja noch recht weit weg. Mitama könnte hier nochmal guten Schaden machen und würde auch nicht gekillt werden. Gut, dann nehme ich den einen Typi noch mit für die Erfahrungspunkte und dann können wir die Mission beenden. Ich meine, es waren nicht viele Gegner, aber ich ging trotzdem davon aus, dass wir das heute vielleicht nicht schaffen. Aber bin dann natürlich jetzt auch positiv überrascht, dass das eigentlich so gut geklappt hat. Man muss auch dazu sagen, dass Anna natürlich nicht viel erzählt vor der Mission. Jo. Also es gibt so Missionen, da ist noch sehr viel Text vorher. Zum Beispiel bei diesen ganzen Strandmissionen und so weiter. Aber hier ist ja einfach nur, hey, viel Spaß, Ende. Ah, wie es ganz knapp nicht reicht. Deswegen dauert es halt auch einfach nicht so lange. Und besetzen. Gut. Invest in another year. Hui, ihr habt gewonnen. Juhu, ein Hoch aufs Gewinnen. Nun zu eurer Belohnung. Ein echter Knaller, wenn ich das so sagen darf. Ein Bombengewinn quasi. Habt ihr kapiert? Knaller, Bomben, ach egal. Wo war ich stehen geblieben? Richtig, darf ich präsentieren? Ein Fernrohr. Mit seiner Hilfe erlangt ihr Techniken und Ausrüstung eurer Gegner von eben. Also dann, bis zum nächsten Mal und bringt dann wieder Gold mit. Ciao. Diese Bombenwitze. Hat die irgendwie, ich weiß nicht, ein Kai gefrühstückt oder so? Meine Güte. Aber schön, haben wir das auf jeden Fall auch geschafft.
dann bin ich wie gesagt sehr auf die Hexenprüfung gespannt, ob wir die auch in einem Part schaffen. Ich weiß es nicht, werde ich ja feststellen. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute!